Guten Morgen, liebe Scooter-Freunde. Willkommen hier aus Tirol. Vanessa und ich machen heute eine kleine Ausfahrt. Es ist jetzt 9:30 Uhr. Die Sonne kommt gerade raus. Wir wollen jetzt heute mal ein bisschen in die andere Richtung fahren. Und fahren zu einem Stausee, und zwar zu dem Vernagt-Stausee. Hat mir vorher nichts gesagt, aber der ist relativ in der Nähe hier. Und den wollen wir uns heute mal anschauen. Ist auch jetzt nicht so eine extreme Passtour. Geht, glaube ich, nur auf 1600, 1700 Meter. Also ganz angenehm. Ich hoffe also, die Strecke wird schön. Und so erkunden wir jetzt heute ein bisschen wieder den Südtiroler Bereich hier. So, jetzt sind wir erstmal aus dem Stau raus. Viertelstunde im Stau gestanden. Doch recht viel los. Und jetzt haben wir überall hier rechts und links diese wunderschönen Apfelplantagen. Das findet man in Südtirol hier überall. Also entweder Wein oder Äpfel. Und im Augenblick mehr Äpfel. So, hier sind wir jetzt wieder in einem schönen Tal. Wir fahren jetzt gerade aus Richtung Schnalztal. Und jetzt geht es mal wieder durch den Tunnel. So, schauen wir nochmal, was macht dann der Verbrauch eigentlich von dem BMW? Weil gestern ging es ja wirklich mit dem Pass jetzt richtig mal bergauf, also ein bisschen Leistung gefordert, und trotzdem nur 3,5 Liter. Das ist, würde ich mal sagen, richtig gut. Liegt sogar noch unter dem angegebenen Wert von 3,6. Dadurch hat man natürlich auch eine schöne Reichweite. Hier geradeaus geht es auch zum Stilfsajoch und Reschenpass. Die sind ja recht bekannt. Auch für Motorradfahrer schöne Pässe. Ah ja, jetzt wird es doch schon interessanter von der Strecke. Das sieht ja wunderschön aus hier, die Strecke. Ne? Guck mal. Wahnsinn. Mit den Felsen durch die Schlucht durch hier. Ja. Ja, und dieser Stausee, also, hat mir jetzt gar nichts gesagt vorher. Manchmal muss man einfach mal gucken, dass man so kleinere Sachen findet. Vielleicht ist da auch nicht ganz so voll wie an den Haupttouristenplätzen. Und schöne Strecke hier, ne? Schön schattig hier. Oh, da war es aber eben kalt. Hui. Mhm. Rechts mit einem kleinen Fluss hier, auch sehr schön. Jetzt wird es ein bisschen kühler hier im Tal, 18 Grad nur noch. Wieder eine tolle Strecke hier jetzt. Alles so ein bisschen nach Alm aus, ne? Ach, herrlich. So, und jetzt rechts der Blick ins Tal. Wow. Thank you.
gleich unser Ziel erreicht haben. Ja, hier ist Vernagt oder Vernago. Und da oben müsste, glaube ich, schon der Stausee sein. Farbe, dieses Grün. Oh, super schön. Oh, schön. Ja, und dieser Staudamm, das haben wir vorhin mal nachgeschaut, wurde angefangen zu bauen 1946, fertiggestellt 1964, also eine lange Bauzeit. Ist auch ein Staudamm, glaube ich, ne? Ist keine Mauer, habe ich nicht gesehen zumindest. Ist auf jeden Fall künstlich angelegt sozusagen und wurde dann, ne? Vorher war ja Wald. Genau. Und das war, glaube ich, sogar hier, das hatten wir gelesen, so ein bisschen Forstwirtschaft und Felder auch für die Bauern. Ja. Und das haben sie dann alles überschwemmt mit dem Stausee. Da mussten wir auch einige Bauern umgesiedelt werden hier. Und der ist wirklich relativ groß. Ein super Ausflug hier zu diesem doch schönen Stausee. Hier gibt es natürlich auch viele Wanderwege, wo man dann ein bisschen sich die Gegend anschauen kann und einmal rund um den See laufen kann. Aber auch die Strecke, die man hier rumfährt, wirklich schön. Die Straße ist vor allen Dingen toll. Ja, die scheint ganz neu zu sein. Ein Traum. Die ist butterweich noch. Fährt sich super. Wie gleiten jetzt? Und wir sind jetzt auf 1729 Metern Höhe. 31 Meter Höhe jetzt sogar schon. Wow. Das sieht
ja traumhaft aus, ne? Wie die Sonne da reflektiert wird auf dem Wasser. Genau, und von hier aus sieht man ja, das ist keine klassische Staumauer, sondern ein Damm eher, so ein aufgeschütteter. Ja, man hat immer einen schönen Blick auf den Fernagter Stausee. Oh, toll. Aber hier ist, oh, hier ist Dorffest. Ja, hier ist jetzt Partytime. Zünftig, zünftig. Okay, liebes guter Freunde, das war's für heute mit dem kurzen Ausflug zum Staudamm von Fernagt. Wunderschöne Strecke, traumhaftes Wetter. Wir fahren jetzt wieder zurück, machen unterwegs noch Halt, dann wird was gegessen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben. Den Kanal abonnieren bitte auch nicht vergessen, ist kostenlos. Einfach unten mal anklicken. Und wenn ihr fahrt bei diesem wunderschönen Spätsommer, dann fahrt vorsichtig. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Bis dann. Ciao.